Ich bin ganz ehrlich, ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele verschiedene Apple Watch Armbänder ich im Laufe meiner Zeit auf diesem Kanal hier getestet habe. Und da war so ziemlich von allem ein bisschen was dabei. Apple Original Zubehör zum Beispiel, wie dieses Sports Loop im Pride Design. Oder beliebte Drittherstellervarianten wie von Bandwerk mit ihrer neuesten Reihe Bandwerk X. Oder die beliebten und sündhaft teuren Carbon Watch Bands von Pitaka. Und des Öfteren habe ich folgende Kritik gehört. Mach doch mal was Erschwingliches, zeig mal was Günstiges, was trotzdem gut ist für das Geld. Und gerade in dem Segment bin ich immer ein kleines bisschen skeptisch und deswegen suche ich, was das angeht, schon ziemlich lange nach etwas, was ich euch zeigen möchte. Glücklicherweise bin ich fündig geworden mit den Watchbands von Bandletic. Los geht's! Bei meiner Abstimmung zu dem Thema, ob ihr Interesse an diesen Watchbands haben könntet, war das Ergebnis ziemlich durchwachsen. Weil aber trotzdem die meisten gesagt haben, dass sie interessiert sind oder noch nicht zu 100% sicher sind, ob sie was damit anfangen könnten, dachte ich mir, gehe ich das ganze Experiment mal ein. Und ich muss sagen, zumindest von meiner Seite aus, hat sich gelohnt. Mit spätestens seit meinem kleinen Intermezzo mit den Bluestein FKM Armbändern habe ich mich ziemlich in dieses Material verliebt. Das gefällt mir sogar noch ein kleines bisschen besser als diese typischen Silikonarmbänder, weil FKM hat ein kleines bisschen mehr Substanz an sich. Und deswegen war ich interessiert, als Bandletic auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich mal deren aktuellste Watchbands testen möchte. Nämlich haben diese aktuell, glaube ich, 4 Watchbands im Sortiment und eines davon habe ich heute hier, das Steel R1. Ups, naja, ich war nah dran. R-Steel One heißt das Modell, was sie mir zum Testen vorbeigeschickt haben. Und ich muss sagen, das Konzept von dem Ding finde ich extrem cool. Denn dies ist nicht einfach nur so dieses typische FKM Sportsband, sondern hier hat Bandletic noch versucht, optisch ein kleines bisschen mehr zu bieten, indem sie die Konnektoren ein kleines bisschen ausgeweitet haben und diese mit Edelstahl auch ziemlich cool designt haben. Als ich das erste Mal auf den Fotos gesehen hatte, musste ich mich ein kleines bisschen an die Optik gewöhnen, denn es trägt schon ein kleines bisschen auf. Unterm Strich muss ich aber sagen, wenn man es einmal am Handgelenk hat und vor allem an der richtigen Uhr, gefällt es mir optisch ziemlich gut. Bedeutet, die angebrachten Metallelemente mit den eingebauten Scharnieren fügen sich eigentlich ziemlich gut in das Gesamtbild ein. Und auch der Tragekomfort von dem FKM-Band selber ist ziemlich cool. Auf der Innenseite hat man wieder so eine leicht profilierte Anlagefläche, was ich immer ganz cool finde. Ich habe zumindest das Gefühl, dass man da nicht so sehr drunter schwitzt wie bei anderen Bändern, die komplett flach von innen sind. Und darüber hinaus waren die beiden Watchbands für meine Verhältnisse schon ziemlich bodenständig. Mittlerweile bin ich ja alles gewohnt. Irgendwelche Klettverschluss-Superloops oder füge etwas hier ein, um es dann wieder da oder so durchzuziehen. Und das hier arbeitet so standardmäßig wie ein ganz normales Uhrenarmband. Ich war diesen simplen Vorgang schon fast nicht mehr gewohnt. Abseits von der gebürsteten Edelstahloptik, welche in alle Versionen gleich ist, gibt es das Watchband noch in 3 verschiedenen Farben. Einmal schwarz, wie ich es hier habe, orange, wie ich es hier habe und dann noch eine blaue Version, wie ich sie nicht habe. Und seien wir ehrlich, seit dem Release der Apple Watch Ultra sind orangene Watchbands ja sowieso astrein im Kommen. Ich muss sagen, es passt hier wirklich gut. Das Orange könnte vielleicht noch eine Nuance knalliger sein, aber es passt eigentlich schon zu dem dezenten Ton der Akzente von der Apple Watch Ultra. Und ich muss sagen, das allgemeine Bild fügt sich hier gut ein. Was hier aber nicht zu 100% ins Design passt, sind meiner Meinung nach die Edelstahlelemente. Vom Design her finde ich diese extrem cool, aber die Farbe passt halt nicht zu 100%. Das natürliche Edelstahl ist auf eine gewisse Art und Weise gebürstet, was irgendwie zu keinem Apple Watch Modell richtig passt. Die Titan Apple Watch hat eher einen matten, warm silbrigen Ton, passt nicht. Die Polarstern Apple Watch hat einen vergleichbaren Ton wie die Apple Watch Ultra und passt dann dementsprechend auch nicht zur Edelstahlvariante. Und wenn man sich eine der teureren Apple Watches im Edelstahlgehäuse anschaut, sind diese hochglanzpoliert, was auch nicht passt. Naja, wenn man über diesen Punkt aber hinweg sieht, finde ich, passt das ganze Design extrem gut zu Apple Watch Ultra. Meines Erachtens nach, aber auch nur zu Apple Watch Ultra. Ich bin ja eigentlich jemand, der auch für die Apple Watch Ultra designte Watchbands einer ganz normalen Apple Watch trägt, egal wie breit die sind. Aber ich muss sagen, für eine ganz normale Apple Watch sind die Metallelemente ein kleines bisschen zu extrem. Also aus der Perspektive eines Apple Watch Ultra Nutzers, welches ich leider nicht bin, weil das ein Leihgerät ist und ich nehme das Ding nicht mehr da draußen, wie dem auch sei, kann ich dieses Ding eigentlich nur empfehlen. Bedeutet, wenn ihr auf der Suche nach was Vergleichbarem seid mit einem Design, was nicht gefühlt jeder benutzt, dann schaut einfach mal bei Bandletic rein. Würde ich sagen, wenn ich nicht wahrscheinlich jetzt schon wieder in Gedanken den typischsten Kommentar von allen unter eben diesem Video lese.
warum soll ich dafür 30 Euro ausgeben, wenn ich auf AliExpress eins für 5 kriege, was genauso aussieht? Ja, werter Kommentator, damit hast du recht, während du Unrecht hast. Denn Bentletic haben gerade ein Riesenproblem. Ihre Designs sind entweder schon patentiert oder sind kurz davor. Und schon jetzt gibt es auf AliExpress die ersten Knockoffs, was mich tierisch ankotzt. Denn wenn man sich die Watchbands mal wirklich im Detail anguckt, bieten diese für den Preis, für den sie angeboten werden, mehr als viele andere Konkurrenzhersteller auf dem Markt. Die Edelstahlelemente von dem Watchband sind einerseits wirklich cool designt, zumindest meiner Meinung nach, und darüber hinaus wirklich tadellos verarbeitet. Einer meiner wichtigsten Punkte, an denen ich meistens ein günstiges Watchband erkenne, ist, wie sicher die Konnektoren in der Apple Watch sitzen, also ob sie seitliches Spiel haben oder so. Und ich muss sagen, für den Preis, wie eben diese angeboten werden, sind diese schon fast ungerechtfertigt gut gefertigt. Das klingt komisch. Was ich damit sagen möchte, ich habe kein anderes Dritthersteller-Watchband gesehen, welches so passgenau in der Aufnahme einer Apple Watch sitzt. Und das ist konsequent bei beiden der Modelle, die ich getestet habe, in allen Apple Watches, die ich hier zur Verfügung habe, gleich gewesen. Wenn ich hier drüber nachdenke, dass ich Dritthersteller Apple Watch-Armbänder habe, welche das Dreifache oder Vierfache kosten und nicht so gut in der Apple Watch sitzen, frage ich mich, was macht Bentletic hier besser als alle anderen? Und auch bei den FKM-Elementen merkt man, dass hier wirklich hochwertiges Material verwendet wurde. Nicht umsonst wirbt Bentletic halt auch damit, dass sie im konsequenten Austausch mit ihren Zulieferern sind, um halt bei etwas geringeren Kosten trotzdem das bestmögliche Ergebnis liefern zu können. Und ich muss sagen, ich kann es bestätigen, denn ihr werdet es nicht wissen, aber ich habe eine ziemlich empfindliche Haut, gerade an dem Teil, wo ich meine Uhr trage. Gerade bei Kunststoffarmbändern ist es nicht selten so, dass ich Hautirritationen habe, sobald irgendwelche Dreck, Schmutz oder Bakterien oder irgendwie sowas unter das Watchband kommen. Und je billiger das Watchband, desto höher ist die Chance dafür. Und gerade weil es halt hier um ein günstiges Watchband geht, habe ich diesen Test quasi auf die Spitze getrieben. Ich trage meine Apple Watch 24 Stunden am Tag. Außer beim Duschen. Bedeutet 23,45. Wie dem auch sei. Ich habe dieses Watchband den ganzen Tag durchgetragen. Sowohl bei der Arbeit, als auch beim Sport, beim Laufen, bei der Gartenarbeit und einfach mal beim Nichtstun. Und hier hatte ich wirklich gar keine Hautirritation oder ähnliches. Und das seit Wochen. Und auch beim Auspacken hat man gemerkt, das Ding riecht einfach nach nichts. Wie dem auch sei. Ich kann für Bentletic einfach nur hoffen, dass langsam aber sicher sämtliche Trittbrettfahrer, welche mit dem gleichen oder einem ähnlichen Design auf irgendwelchen anderen schäbigen Plattformen unterwegs sind, langsam aber sicher aus dem Verkehr gezogen werden und dass ihr vielleicht Bentletic einfach mal eine Chance geben möchtet. Denn neben dem R-Steel One Modell haben diese auch noch drei andere Watchbands im Sortiment, welche ich vielleicht irgendwann auch nochmal testen möchte. Bisher kam ich aber nur hierzu. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, meldet euch einfach. Ihr wisst, wie ihr mich erreicht und ein Abo tut auch nicht weh. Mittlerweile bin ich bei fast 4% aktiver Zuschauer, die auch wirklich Abonnenten sind. Und ich würde mir wünschen, dass das noch ein bisschen nach oben geht. Lasst mich gerne wissen, was ihr von den Watchbands denkt und falls ihr noch andere Fragen haben solltet. Danke, dass ihr da wart. Beste Grüße von der grünen Wiese und bis zum nächsten Mal. Euer Manoah.